Ja, ich bin hier mit der wunderbaren Susan Meißner, die uns jetzt heute erzählt, was alles passiert ist in den letzten wie vielen Monaten? Also ich bin letztes Jahr Ende August auf deinen Kanal gelandet und da ging die Veränderung los. Und was hast du gesucht, als du meinen Kanal gefunden hast? Na, was hast Also du ich, gesucht? ja, ich habe mich ja schon lange mit den Themen beschäftigt. Also ich glaube, seitdem ich 14 bin, interessiere ich mich für die Themen Manifestation, Quantenphysik. Also es waren schon immer Themen für mich. Gesetz der Anziehung, Gesetz der Annahme bin ich letztes Jahr gekommen. Und durch das Gesetz der Annahme bin ich irgendwie dann auf deinen Kanal gelandet. Und es hat mir tatsächlich immer noch etwas gefehlt, ist mir aber erst aufgefallen, als ich auf deinen Kanal gelandet bin. Weil ich wusste dann, wie das energetische Prinzip wirklich funktioniert. Weil du hast es einfach so gut erklärt, dass der Verstand sowas von gut verstanden oder verstehen konnte. Und ja, dass wir halt einfach ein perfektes Wesen sind. Und ich bin halt einfach mit dieser Grundannahme durch die Gegend gelaufen, dass ich nicht gut genug bin, habe mich gar nicht getraut, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin. Man hat sich eigentlich versteckt. Und ja, dadurch, dass ich dann bei dir gelandet bin, ist mir das wirklich so bewusst geworden, dass wir einfach alle perfekt sind und an uns einfach gar nichts falsch ist. Also das war die größte Aussage. Ich glaube, ich habe es auch irgendwann schon mal erzählt, dass das richtig tief in mir ankam, als ich deine Worte gehört habe. Und ja, da hat es bei mir Klick gemacht und da wusste ich, warum halt einfach alles vorher nicht funktioniert hat, die Manifestationen. Weil man sich einfach nicht als komplettes, ganzes, perfektes Wesen gesehen hat, weil man immer dachte, wenn ich was manifestiere, hole ich mir noch was von außen, wie bei dem Gesetz der Anziehung erklärt, immer was von außen und dann bin ich komplett und dabei ist es komplett genau andersrum. Und so haben wir es ja einfach gar nicht gelernt. Das ist der absolute Game Changer, wenn man Ja. das wirklich versteht und keinen Zweifel mehr daran hat und Ja. sagt, okay, es geht nicht darum, dass ich mich gut mache, dass ich meine Persönlichkeit entwickle, Ja. sondern dass ich erkenne, dass meine Persönlichkeit ja schon immer perfekt entwickelt war. Das habe ich bei dir auch als richtig verstanden, dass man keine Persönlichkeit entwickeln muss. Habe ich auch immer gedacht, ich muss mich noch weiterentwickeln, weiter, ich muss noch mehr lernen. Ja. Und das ist eigentlich die Sackgasse, in die meisten Menschen reinrennen und da versuchen, aus der unperfekten Persönlichkeit, aus der fehlerhaften Persönlichkeit, irgendetwas zu verändern. Ja, Und das ganz geht genau. einfach nicht. Und das habe ich auch in meinem Workshop jetzt letzte Woche, The New Secret, so genau auseinandergenommen, dass ich das nochmals so tiefgreifend erklärt habe, weil es ja hinterher dann auch immer ein Disempowerter, also ein Zustand ohne Kraft, ein Zustand ohne Macht ist, Ja. aus dem heraus ich versuche, Veränderungen im Außen zu erschaffen. Und da beißen sich die meisten die Ja. Zähne aus. Und ich glaube, was auch wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Überzeugung so tief sitzt, Ja. so unglaublich tief, dass das wirklich nicht ein einfacher Schritt ist, tatsächlich davon auszugehen, was die Wahrheit ist, dass ich gut bin. Genau. Deswegen bin ich auch in dein Coaching. Weil ich einfach wusste, dass da, natürlich habe ich erkannt, dass ich nicht gut genug bin, aber ich wusste, dass halt einfach so viele Überzeugungen, wo ich halt einfach selber gar nicht hinschauen konnte. Und ich wusste, wenn ich zu dir gehe, dass du einfach da anders hinschauen konntest. Und genau so war es ja auch. Du hast ja wirklich da so viel auseinandergedröselt, da hätte ich selber nicht hinschauen können. Und ja, dadurch Ja, wie konnte man es funktioniert immer denn das mehr. in meinem Coaching? Erzähl mal, weil viele können sich das wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert, weil man, die meisten haben ja die Vorstellung, man nimmt jetzt da einzelne Glaubenssätze Gar nicht. auseinander. Das Ding ist ja, dass man ja nach Konzepten lebt. Und man hat für jeden Bereich ein Konzept. Aber natürlich auf dieser Grundannahme, die wir mitschleppen. Aber das sind,
Ja, man versteht halt einfach dann viel, viel mehr, warum das so ist. Nicht, dass man einen kleinen Bereich nimmt, aber das Ding ist, wir erzählen uns einfach Geschichten. Wir erzählen uns Geschichten und diese Geschichten glauben wir. Und eigentlich werden mehr, würde ich jetzt mal so sagen, die Geschichten auseinandergenommen und die Geschichte wird neu erzählt. Und was du ja so gut lehrst, ist ja, dass wir den Verstand trainieren. Den Verstand trainieren, zu sagen, was glaubt er denn eigentlich immer noch für Geschichten und dem die neuen Geschichten erzählen, nämlich die Wahrheit, wer wir in Wirklichkeit sind und nicht die Geschichte, die uns übergestülpt worden ist, die wir immer geglaubt haben, sondern dass wir einfach von per se schon gut genug und perfekt sind. Und das ist eigentlich das, was du so, ja, so toll in deinen Coachings machst. Und Ja, dadurch konnte ich mir selber auch so viel erkennen, was bei mir gelaufen ist. Ja. wo du das sagst, ist eben, glaube ich, auch noch wichtig, dazu aufzuklären, was auch bei mir auf meinem Weg so ein Missverständnis generiert hat. Ich habe tatsächlich gedacht, ich muss ein neues Drehbuch, also ich muss neue Inhalte schreiben, ich muss neue Geschichten schreiben, quasi im Sinne von eine neue Erzählung machen. Aber es ist nicht eine neue Erzählung, die ich mache, sondern es ist eine, was soll ich Erkennen, sagen? ein Erkennen. Ja, ein Erkennen, wer ich bin und daraus, es ist nicht eine Geschichte, sondern ich mache Ja. einen wahrhaftigen Fakt Ja, ganz genau. draus. Und das ist so schwer zu verstehen, weil auch hier viele und ich auch inbegriffen halt immer gedacht habe, ich aus der Perspektive, die ich früher war, schreibe ich jetzt eine neue Geschichte über mein Leben. Und das passt eben dann nicht zusammen, wenn ich vorher nicht in Stimmt. meine wahrhaftige Identität einsteige und dann daraus erkenne, wow, wenn ich als die Person, die ich wirklich bin, durchs Leben laufe, was für Geschichten ergeben sich dann automatisch? Genau. Ja, wenn man wirklich erkennt, wer man nämlich wirklich ist. Und nicht die Geschichte war und die da drauf, wie du schon gesagt hast, neu schreibt, sondern aus dem Erkennen, wer ich wirklich bin, dass ich alles schon in mir habe, dass schon alles da ist, jeder Wunsch, dass der schon erfüllt ist, in mir sozusagen. Und darauf schreibe ich die neue Geschichte. Das ist ja dann die Wahrheit sozusagen, weil es für mich bestimmt ist. Und dass man sich ja viel mehr entfaltet dann oder mehr sich erlaubt, jemand zu sein, weil man der ja schon ist. Ich glaube, das war auch so eine große Erkenntnis, dass ich mir viel, viel mehr erlauben durfte, weil man hat sich ja vieles nicht getraut, dann auch zu Ja, tun. du hast plötzlich keinen Grund mehr gehabt, nicht du selbst zu sein. Genau. Es gab keinen Grund mehr, irgendwas zurückzuhalten, irgendwas zu verstecken, weil es wird einem bewusst, da ist nichts. Ja. Da ist nichts, was ich verstecken muss. Da ist nichts, was falsch an mir ist. Da ist nichts, was ich nicht an mir lieben darf oder was andere nicht an mir lieben dürfen. Da ist nichts. Ja. Und aus dieser Identität heraus mache ich natürlich ganz andere Geschichten. Da mache ich nicht eine Geschichte, ich darf das machen, aber nur bis hierhin. Genau. Nur bis hierhin und nicht weiter. Weil dann könnte man ja sehen, dass ich fake bin oder dass ich was vorgebe zu sein oder was ich nicht bin. Und da ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu wissen, dass Wissen. mein Sein keine Bestätigung braucht. Oh Dass es ja. keinen Beweis braucht, dass mein Sein mir bedingungslos schon gegeben wurde. Oh ja. Genau das bedingungslos Wort, das ist bei dir, bei mir, von dir sozusagen so hängen geblieben, dass es bedingungslos ist. Und diese Bestätigung, ich war ja auch immer eine, die so immer die Bestätigung, war es wirklich gut genug? Ja, es war gut genug. Ja, wirklich. Also immer diese Bestätigung von außen und zu wissen, ich brauche keine Bestätigung von außen. Ich bin die Ich bin Bestätigung die und quasi. aus diesem Seinszustand kann ich entscheiden, was ich machen möchte,
was ich Ja. erleben möchte. Das ist ja auch so ein wichtiges Ding, was ich immer wieder sage. Das Leben ist da, weil es heißt erleben. Genau. Ich bin hier, um zu erleben. Und das ist auch so eine Geschichte, wo wir nicht glauben können. Am Anfang, wir glauben ja, wir sind hier, um unser Leben quasi zu finanzieren, erstmal in erster Linie, oder? Das ist ja mal Ja. Punkt Nummer eins. Das ist Hauptgeschichte, die ich mir erzähle, Hauptüberzeugung, die ich glaube. Mein Lebenszweck ist erstmal zu beweisen, dass ich mein Leben finanzieren kann. Und dann ist natürlich der Ausgangspunkt, ich kann eigentlich grundsätzlich per se mein Leben gar nicht finanzieren, wenn ich nicht das und das und das und das und das mache. Ja. Und das ist, sind so Sachen, auf die kommt man nach und nach, oder? Ja. Auf die kommt man nach und nach. Und dann, wenn man sie hört, denkt man, logisch eigentlich. Aber es gibt auch vielleicht viele Sachen, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, die kann ich am Anfang erstmal gar nicht hören als die Alte. Als diese Personality, die wirklich Angst hat, dass es vor allem auch finanziell nicht gut genug ist. Da ist es unglaublich schwierig zu hören, dass ich auch jemand sein kann, der diese finanzielle Geschichte gar nicht weitertragen muss. Genau, weil es ist ja auch eine Lügengeschichte. Eine Das Lügengeschichte. ist die nächste Lügengeschichte. Ist eigentlich so schön zu erkennen, dass man, wenn man weiß, dass eigentlich alles nur Lügengeschichten sind, weil man immer denkt, dass einem irgendetwas fehlt, aber es fehlt nichts. Natürlich ist es man nicht zum Greifen da, weil es ja logisch, wenn man aus der alten Identität gelebt hat. Aber man kann ja sofort in diese neue Identität einsteigen. Und in dem Moment ist ja alles schon da. Nur haben wir halt verlernt, dieses Vertrauen zu haben. Dieses wirkliche Vertrauen. Weil das wirklich erst dann kommt, wenn man wirklich dieses energetische Prinzip funktioniert, dass halt nichts von uns getrennt ist. Und wenn man das wirklich versteht, dann hat man auch dieses Vertrauen, dass alles da ist. Und nicht nur Vertrauen, sondern dieses tiefe Wissen, dass alles da ist und dass man vor gar nichts Angst haben braucht, weil es wiederum auch wieder nur eine Lügengeschichte ist. Ja, und dieses energetische Prinzip dahinter, ja, das ist auch eine Basis, die muss man sich legen, dass man eben nicht in Form und in Erscheinung und eben in äußeren, in Umständen denkt, sondern dass man sich tatsächlich erlaubt, in Energie zu denken. Ja. Und das ist auch etwas, was wir überhaupt nicht lernen. Das ist auch so wie eine neue Sprache zu lernen, Ja, oder? du hast immer gesagt, das ist wie ein Einmal-Eins lernen, neues Einmal-Eins. Als hätten wir ein komplett falsches Einmal-Eins gelernt. Und mir kam letztens das Beispiel, es ist wie, als hätten wir gelernt, vorwärts Auto zu fahren. Und jetzt sagt einer, nee, ihr müsst jetzt rückwärts fahren. Und das ist so, das kam mir letztens, hatte ich letztens drüber gesprochen, habe ich gedacht, genauso. Und das ist ja richtig anstrengend am Anfang, sich das immer klar zu machen. Und man muss überlegen, und wie schalte ich? Ach so, und jetzt muss ich ja nach da gucken und nicht nach da. Und so ist diese, und das trainiert man natürlich in den Coachings. Das ist natürlich alleine sehr schwierig. Und dieses Training eben, das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich jetzt auch gehört habe von vielen anderen, die in anderen Coachings auch noch waren, dass da eigentlich diese Umsetzung nicht trainiert wird. Ja. Und das ist ja das A und O. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, weil dieses Wissen nur aufzunehmen, ist halt nur die Ist halbe nichts. Miete. Es ist einfach nur die halbe Miete. Ich komme mit Wissen alleine nirgendwo hin. Und das ist, wenn ich weiß, wie ich Yoga mache, aber nie Yoga mache, Dann lernt dann man es bin ich nicht. niemand, der Yoga kann. Dann bin ich jemand, der Yoga weiß. Und das kann man einfach nicht oft genug sagen,
weil halt, sag ich mal, in dieser Coaching- und Therapeutenwelt insgesamt, Beraterwelt, ist es nicht so schlimm sogar, weil wenn man Businessberatung anschaut, da ist der Fokus ganz, ganz klar drum, ich muss es machen. Ich muss es machen. Ja. Aber was jetzt Coaching, die Coaching-Welt und die auch Therapeuten, ja, Psychologen, alles Mögliche, da übt keiner mit dir. Das Es stimmt. übt keiner mit dir. Die reden alle nur mit dir. Aber üben, wenn du nicht übst, das ist so, so wichtig, dass die Leute erkennen und dass man halt dann auch noch ehrlich zu sich selber ist. Also wenn es wirklich um ganz, ganz neue Sachen geht, die ich lerne und übe und umsetze, dass ich es alleine nicht hinkriege. Ich kriege es einfach nicht hin, weil der Anfang so harzig ist, Genau. dass ich Weil es ein immer neues wieder Lernen ist. versucht bin, aufzugeben. Ja. Oder? Naja, weil der Verstand einen ja immer gleich schnell wieder eincatcht. Man ist jetzt sofort immer in diesem alten, in dieser alten Geschichte wieder drin, weil die einfach abgelaufen ist jahrelang und die ist abgespeichert. Und diese Gefühle, die kennt man, die ist man so gewöhnt, diese Gefühle zu haben, und diese neuen, die sind ein absolutes, ja, neues Training. Erkennen. Und du bist auch ein Mensch, du hast auch vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Ich Und hatte aber auch immer Angst dann davor, aber ich habe es einfach gemacht. Stimmt. hättest du es gemacht, wenn du nicht den sicheren Rahmen von unserem Coaching-Programm gehabt hättest? Nee, ich habe ja, ich sage es mal, klein angefangen in der Community. Da hattest du Ganz dann die genau. Challenge gemacht mit den Videos und hast du gesagt, es ist wichtig, dass man sich zeigt. Und ich konnte das auch nur mit dem Wissen, dass an mir nichts falsch ist. Egal, was ich jetzt hier mache, wenn ich jetzt ein Video mache, ich bin trotzdem gut und richtig. So fing es erstmal an. Natürlich habe ich die ganze Zeit meine alten Programme in mir gehabt. Es war trotzdem da. Also ich habe das Video dann abgeschickt und habe dann, kennst du ja noch die Geschichte. Dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt habe ich es abgeschickt. Und oh nein, und jetzt hat es zwei Haken. Oh Gott, jetzt sehen die Leute das. Und da ging natürlich das Programm los. Aber ich habe mir gedacht, nein, du machst es jetzt immer weiter. Du machst diese Challenge jetzt mit jedem Tag. Und so fing es an. Und dann Da hast wollte du ich dich natürlich. committed in diesem Raum auch schon wieder, wo du gewusst hast, wir sitzen alle im gleichen Boot. Genau, ja. Das war erstmal so ein sicherer Rahmen, so ein sicherer Hafen. Ich wusste, alle sind ja da und wollen es lernen und trainieren. Und irgendwie, das wusste ich dann schon. Und dadurch habe ich mich auch sicher gefühlt. Ich wusste ja, dass es jetzt nicht öffentlich gestellt wird, sondern wir sind in unserer Community und da bin ich sicher. Ja, so fing es an. Genau. Und dann hast du gemerkt, okay, das geht. Es geht, ja. Ich kann So das. kann ich es. Genau. Ich kann das. Ich schaffe das. Aber du warst auch realistisch mit dir und du hast gesagt, wenn ich jetzt hier weiterfahren will, Ja. Dann. werde ich entweder aufhören oder ich gehe den nächsten Level. Ich Und mache deswegen bin ich nächstes weiter. Level gegangen. Ich Deswegen bist du wusste, nächstes dass. Level gegangen. Ja, ich wusste, ich will das. Ich will das richtig komplett ganz. Und deswegen habe ich. Oder bin ich dann in dein Rising Up Coaching gegangen? Genau. Und es war auch nicht einfach für dich, weil das Geld, reden wir mal einfach darüber, was für die meisten das größte Hindernis ist, war Ja. nicht da zuerst. Ja. War zuerst nicht da. Und War zuerst nicht da. Und ich dann wusste, hast du aber gesagt, ich habe mich dann entschieden und habe mir gedacht, du machst es jetzt. Ich habe mich dann so, ich habe dann wirklich, ich wusste ja, das funktioniert. Und es kam die Möglichkeit, die kam einfach aus nichts. Und dann habe ich wusste, das machst du jetzt. und das ist eben das Wichtige. Ich muss in dieses Prinzip vertrauen. Ich Genau. muss mir selber erstmal eben, wie du gesagt hast, in diesem kleinen Rahmen, in unserer Wir sind Divine Design Community, musstest du dir dieses Vertrauen in das Prinzip Genau. erarbeiten. Und als du dann aber keinen Zweifel mehr hattest, war auch kein Risiko mehr da im Prinzip. Es war kein Risiko mehr, zu sagen, ich gehe jetzt weiter und ich investiere das, weil ich sicher bin,
Genau. sicher. Du warst dir absolut sicher, dass du nach diesen 3 Monaten das hast, was du dir erwartet hast. Ja, ich wusste einfach, dass ich meine alte Identität dann komplett hinter mir lasse und in meine neue, wahrhaftige Identität eintrete. Natürlich sind immer noch jetzt Programme da, aber man hat einfach Bei das mir auch. absolute, ja, ne? Ist ja jetzt nicht so, hu, jetzt habe ich 3 Monate Coaching, das ist alles toll. Natürlich, aber man ist in dieser Klarheit, in sich, in dieser Sicherheit. Man weiß einfach, man hat dieses Selbstmanagement, man weiß genau, welche Tools, und das sind ja diese Tools, die man halt einfach lernt und mitbekommt. Man weiß genau, wie man es dann umsetzen kann im Alltag. Und Ja, und da muss man vielleicht auch sagen, es sind nicht Tools, nicht Tools, ja. wie man jetzt eigentlich meint, Ja. was weiß ich, Meditation, Ja. Affirmation und so weiter, sondern was halt so mir so wichtig ist in meinem Coaching, dass jeder für sich individuell Sein sein eigenes. Selbstmanagement lernt, Genau. ja, dass Ja. jeder weiß, wie er sich selber managt und wie ich mich manage, ist nicht so, wie du dich managst, weil Genau. jeder managt sich entsprechend. Und was in dem Coaching einfach passiert, ist, dass ich mich so gut kennenlerne, dass ich weiß, wie ich mich manage am allerbesten. Darum geht es ja nicht, dass ich dir Tools gebe und sage, mach das, Mach die? Nee, nee. sondern es geht wirklich darum, dass du weißt, was Wie du gemacht und was. gehört und dass du dann für dich selber weißt, wie bringe ich mich am besten dahin. Dahin. Genau. Ja. Und das ist das, ja. Und das verstehen eben auch viele nicht, weil die wollen so einen Baukasten, so einen Tool-Baukasten haben, den sie dann stur verfolgen. Aber das sage ich auch immer. Ich werde keine Routine, ich werde keine Tools, ich werde keine Werkzeuge anwenden, wenn ich sie nicht zu den meinen gemacht habe. Genau. Und da geht es eben auch wieder ums Prinzip, dass ich verstehen muss, was will eine Meditation von mir? Ja, oder wir haben auch diese Divine Healings gemacht. Was will dieses Divine Healing von mir? Oder wenn ich schreibe, was will Ja. das Schreiben von mir? Was mache ich, während ich schreibe? Wie mache ich diesen Shift? Eben durch Schreiben, durch Meditieren, durch Divine Healing. Was hast du noch? Du hast ganz tolle Tools auch auf deinem YouTube-Kanal. Da reden wir dann nachher auch gleich noch drüber. Ja. Naja, es sind halt so, bei mir ist halt immer so, dass ich immer mit Beispielen für mich arbeiten muss. Also ich brauche immer bildliche Beispiele, weil dann versteht es mein Verstand am allerbesten. Und dann habe ich Und immer ein so Bild in musstest meinem du dich Kopf. auch kennenlernen und eben sagen, was läuft bei mir? Genau. Ja, und Und dadurch eben, was läuft bei dir? war. Was meinst du jetzt? Ja, eben, was läuft bei dir? Was machst du mit deinem Verstand? Das ist ja eigentlich eine Arbeit mit meinem Verstand die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Naja, wenn jetzt irgendein Gedanke kommt, der möchte mir jetzt wieder irgendwas erzählen, ja, das kannst du nicht, du bist da nicht gut genug, dann erzähle ich einfach immer wieder mir die Wahrheit. Und ich muss mich eigentlich, es ist immer wieder ein Erinnern, weil es ja nie eine Methode ist, es ist immer nur dieses Erinnern, wer ich wirklich bin. Und dann erkenne ich, okay, wer bin ich und wer möchte ich sein? Also so die 2 Punkte, wer möchte ich sein? Weil ich darf mir auch erlauben, jemand zu sein. Ich darf mir Genau, das ist aussuchen. was anderes. Wer bin ich in Wahrheit? Das ist ja das, was ich sage jetzt mit dem Divine Design Soul Blueprint. Wer bin ich in Wahrheit? Und Genau, dann das. meine Divine Design Identity, die ich hier Genau. verkörpere auf dieser Welt, aus meinem Divine Soul Blueprint, da kann ich wählen. Und dann kann ich wählen, und das ist schön. Und da kann ich wirklich eben, dann wähle ich eigentlich automatisch die ich wirklich bin, ja, da wähle ich mich selbst. Und da Genau. traue ich mich eben auch, mich selbst zu wählen. Aber solange ich eben meine, ich hätte irgend so ein Blueprint aus meiner Vergangenheit oder sowas, dann traue ich mir einfach auch nicht, mich selbst so zu wählen, wie es mir gefällt. Genau. Und das ist auch wieder ein großer Punkt, oder? Sich zu erlauben, sich selbst zu wählen, so wie es mir entspricht.
So wie es mir entspricht. Genau, du hast ja irgendwann auch mal zu mir gesagt, wann willst du eigentlich mal aufhören, dich selbst zu verleugnen? Das macht man ja immer noch. In seinem alten Programmkonzept macht man sich klein, versteckt man sich. Man traut sich gar nicht, sich zu zeigen. Ganz genau. Und du hattest wann im September? Na, wann hast du angefangen mit der Challenge? Wann hatten wir die Challenge? Ein Im bisschen Oktober. später. Ich glaube, Oktober, November Oktober, angefangen. November, genau, Irgendwie weil da war so. ich in Ja, ich weiß nicht. Brasilien. Genau, da war ich in Brasilien. Also war es Ja. November. Und da hattest du noch totale Angst, dich zu zeigen. Ja, So, total. November. Und jetzt ist Zumindest sich so zu zeigen, wie man. 23.04. Ja, sich so November, zu zeigen, Dezember, ja, genau. Januar, Februar, März, April. Sagen wir mal jetzt. Jetzt hast du einen YouTube-Kanal mit wie vielen Abonnenten? Über 600? Über 600 Abonnenten. Über 600 Leute, die du begeistert hast, nur weil du dir erlaubt hast, endlich du selber zu sein. Ja, das ist die größte Aussage, ja, ich selber zu sein. Und Und es sind das nicht habe nur ich für mich 600 erlaubt. Abonnementen, ich habe das gesehen. Die schreiben, die sind begeistert, die sind dankbar. Die sind dankbar, dass du deine Videos machst, dass du dein Wissen teilst, dass du da bist, so wie du bist. Und ich habe so eine Fragezeichen gehabt am Anfang. Soll ich mich wirklich zeigen? Soll ich das wirklich machen? Und wer will das dann noch? Am Anfang noch, wer möchte denn das hören? Wollen es die Leute überhaupt wissen? Und dann hast du mich in unserem ersten, wir hatten ja dann auch noch mal ein 1-zu-1-Gespräch, bevor das große Coaching losging, hatten wir doch beide ein 1-zu-1-Gespräch. Und da hattest du da auch gesagt, stell dir mal vor, wenn du dein Wissen vor einem Jahr gewusst hättest, hätte dir das geholfen? Und da weiß ich noch, da habe ich dann gesagt, ja, das hätte mir total geholfen. Und daran muss ich jetzt auch manchmal denken, dass ich eigentlich dachte, ja, auf YouTube und es gibt ja schon so viele und so, ne, man hat ja dann so die Gedanken, warum sollte man rausgehen? Und Und ja. es sind, da du heute, ich meine, muss man auch sagen, wann hast denn du angefangen mit deinem YouTube-Kanal? Im Februar. Im Februar. Und da du heute über 600 Leute, die dankbar sind, dass es dich gibt. Und das werden 6.000, 60.000, 6 Millionen. Und das kann der Verstand nicht begreifen, Ja. bevor ich mich nicht bewege. Genau. Und deswegen ist es so, so wichtig. Und die Frauen, die in meine Programme kommen, die sind bereit, sich zu bewegen, weil sie wissen, dann bewegt sich die Welt. Vorher nicht. Wenn ich mich nicht bewege aus meiner, ich nenne sie nicht Komfortzone, weil sie ist nicht komfortabel, Ist nicht komfortabel, auf gar keinen Fall. aus meiner Angstzone, aus meiner falschen Identitätszone heraus wirklich bewege. Das heißt, ich mache Dinge, ich tue, ich setze um. Wird sich die Welt für mich nicht großartig bewegen? Das ist leider so. Das Ja. ist, und das Allerschlimmste ist, dass diese Angstzone eine Zone ist, die ich mir selber erschaffen habe, in der ich nicht leben muss. Und es ist die schrecklichste Zone und wir nennen sie noch Komfortzone. Und ich habe noch niemanden gesehen, der in dieser Komfortzone tatsächlich komfortabel ist. Es heißt ja wohlfühlen, aber da fühlt man sich ja gar nicht wohl. Das ist auch was, was du mir mal gesagt hast. Da hast du gesagt, jetzt habe ich meinen Ja. bedingungslosen Wohlfühlzustand erreicht. Genau. Ich hatte mal zu dir gesagt, jetzt weiß ich, warum deine Seite My Wellfeeling heißt. Weil dann kam dieses wirklich tiefe Gefühl, dass ich fühle mich einfach wohl in mir selbst. Ja. Ohne irgendwelche Ohne. äußeren Umstände, Ja. irgendeinen Grund, eben wieder bedingungslos, erlaube ich mir tatsächlich jetzt in diesen Wohlfühlzustand einzusteigen, weil ich eben weiß, dass sich dann im Außen Dinge ergeben, die mir Wohlfühlen bereiten. Genau. Crazy. Aber Ja. Energie funktioniert so. Ich werde nie ein Wohlfühlleben generieren,
eine Wohlfühlrealität für mich aus einem Unwohlzustand. Nee, das funktioniert nicht. Und was dann auch noch oftmals so eine tricky Geschichte ist, wenn ich mir einrede, es ist ja alles in Ordnung und ich fühle mich ja ganz wohl. Das ist auch so Das eine ist dann diese Geschichte. klassische Komfortzone, wo ich glaube, sie ist komfortabel, weil sie ja vor allem, das ist auch so ein Witz, andere sind ja darin komfortabel. Und also müsste ich jetzt ja, weil ich das habe, was andere auch haben, müsste ich in dieser Zone ja jetzt, in diesem Seinszustand, in diesem Leben, in dieser, wo ich mich jetzt gerade befinde, müsste ich ja mich wohlfühlen. Ja, das ist so ein Trick. Dann Ja, erschaffe das ich mir im Außen so viele, viele Sachen, die mir eigentlich sagen, jetzt, aber jetzt muss ich dich wohlfühlen, ja, jetzt muss ich aber zufrieden sein. Zufrieden ist auch so ein ganz hässliches Wort. Jetzt musst du ja zufrieden sein, weil jetzt hast du ja alles erschaffen. Und dann sitzt man da und denkt sich, warum, um Gottes Willen, fühle ich mich nicht wohl? Ich habe ja alle Faktoren, habe ich jetzt scheinbar in diesem Moment da. Aber warum fühle ich mich nicht wohl? Weil ich mich belüge. genau. Weil ich mich belüge. Weil ich mir die Geschichte erzähle, dass der Wohlfühlzustand kommt, wenn ich all diese tick, 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 tick Sachen gemacht habe. Und dann mache ich das und streng mich richtig krass an. Zwar deswegen sind ja auch viele bei mir jetzt hier auch auf YouTube, bei dir wahrscheinlich auch, weil sie der Überzeugung sind, wenn mein SP in meinem Leben ist, dann tritt mein Wohlfühlzustand ein. Oder weil mein Geld in meinem Leben ist, tritt mein Wohlfühlzustand Dann an. aber ist nicht. Aber ist nicht. Ist einfach nicht, weil es eben nicht darum geht, dass die Bedingungen dazu beitragen können, dass ich mich wohlfühle. Und das ist für so viele Leute, die haben volle Bankkonten, die haben was weiß ich nicht was, alles sich erschaffen und sitzen dann da und sagen, Wird trotzdem irgendwas. es fehlt was. Was fehlt? Ich fehle in der ganzen Story, in der Geschichte. Ich fehle, ich bin nicht da. Ja, man schaut immer nach außen, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt müsste ich mich doch eigentlich mal endlich gut fühlen. Aber Das wenn man nicht nach funktioniert innen schaut, niemals. man muss nach Deswegen innen haben wir so schauen. viel, ja? Man Sag. muss nach innen schauen und schauen, wer ich bin. Und das Und dort schauen, finden. was ist da in mir, was mir Wohlfühl nicht erlaubt. In mir erlaubt mir Wohlfühl Genau. nicht. Da sind Sachen, Überzeugungen, Ansichten über wer ich bin, die absolutes, bedingungsloses Wohlfühlen verhindern. Und wenn dieses Wohlfühlen in mir drin verhindert ist, wird nichts, was ich mir im Außen manifestiere oder erschaffe oder generiere, zu diesem Wohlfühlzustand in mir führen. Es wird nicht stattfinden. Deswegen ist ja auch dieser, weil die Leute das glauben, sind ja so viele gestresst und gehasselt. Und das hast du ja auch mal gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir alles viel zu schwer. Ja, genau. Das ist so schwer. Das mag ich nicht mehr tragen. Irgendwann hast du gesagt, diese Koffer immer zu tragen. Oh mein Gott, ich will diese verdammten Koffer nicht mehr tragen. Und dann haben wir einen Weg gefunden, dass du dir erlauben kannst, dass es gar nicht darum geht, dass du Koffer trägst. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Und das war aber auch was. Wie komme ich da drauf? Was steckt dahinter? Es kotzt mich an, Koffer zu tragen. Koffer sind mir zu schwer. Aber ich kann es nicht lassen, weil ich nicht weiß, welche Gedanken, welche Überzeugungen mich antreiben und sagen, du musst aber. Und das ist so eine wichtige Geschichte, dass man sich da eben dann wirklich klar macht, was will ich erleben? Genau, und dann dieses, was will ich wirklich? Und Und alle wollen wir übrigens das Gleiche. Freiheit, ja, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Fröhlichkeit, Frieden, Entspannung. Einfach nur wohlfühlen. Einfach nur sein. Sein.
Ich will einfach nur sein und ich will ich selber Also, sein. ich habe mir gerade gedacht, ja. Ich will ich selber sein und mit diesem ich selber will ich so mich wohlfühlen. Und das ist so viel mehr wie Selbstliebe. So viel mehr wie Selbstliebe. Und viele machen ja Selbstliebe-Challenge und so weiter und so fort. Ich habe ja auch in der Community jetzt erst eine Selbstliebe-Challenge gemacht, die ich so genannt habe. Aber das ist ganz was anderes, was es braucht. Weil es ist nämlich nicht nur Selbstliebe, es ist Selbstakzeptanz. Es ist Selbstrespekt. Es ist Selbstunterstützung. Es ist Selbstbewusstsein. Da ist so viel mehr. Und das heißt eigentlich Selbstliebe, aber viele denken, ich muss mich so mögen. Oder was denkt man, Ja. wenn man sagt Ja, Selbstliebe? also, dass man sich so akzeptiert, wie man ist, war doch auch immer so eine Aussage. Genau, Ne? dass man, ja, genau, dass man das liebt, was man, so wie man ist. Ja, Und genau. Aber das das hat, habe ich auch in der ne? Masterclass mal aufgedröselt. Du kennst sie besser wie ich. Glaub, Divine Design Self-Confidence heißt die, wo es eben darum geht, solange ich mich als die Person, die ich nicht bin, versuche zu lieben. Genau. Deswegen funktioniert es auch nicht mit Selbstliebe. Akzeptiere dich so, wie du bist, kann man aber nicht, weil man ja die ganze Zeit seine Fehler sieht. Jetzt soll ich die akzeptieren. Aber wenn man versteht, dass die Fehler nur Lügen sind, Lügengeschichten, dass ich diese Identität ja gar nicht bin, sondern ich bin ja eine ganz andere. Und Die John kann Wahrheit. ich lieben. Und die kann ich lieben. Genau. Das ist auch viel, viel einfacher. Das ist so einfach, weil man einfach aussteigen kann aus seinem alten. Und die Nicht. kann ich lieben und die kann ich auch sehen, dass die andere lieben. Genau. Das ist dieser riesengroße Unterschied, weil solange ich mich als die sehe, die eben diese Fehler hat, diese Aspekte hat, die sie selber nicht mag, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand anders das mag. Wenn ich aber Ja. erkenne, ich habe gar keine Aspekte, die man gar nicht mögen, die man nicht mögen könnte. Ich habe gar nichts, was man nicht mögen könnte. Ich meine, wenn ich das weiß, Ja. kann ich mir eben erlauben, mich bedingungslos wohlzufühlen. Und so ist es. Aber das ist ein Weg, würde ich sagen. Was muss man machen? Dranbleiben. Man muss Was wirklich dranbleiben. darf man auf gar keinen Fall machen? Aufhören? Oder was meinst du? Dran zweifeln. Ja, ach so, ja klar, logisch. Dran zweifeln. Ja, ich Deswegen war auch ist so es eine so riesen wichtig. Zweifeltante. Ich habe auch so gezweifelt immer an allem. Zweifel ist der allergrößte Killer. Auch im New Secret Workshop habe ich das erzählt. Wie uns das so die Power nimmt. Wie wir schrumpfen energetisch durch die Zweifel. Und Zweifel sind Sachen, die wir nicht haben müssen. Das ist verrückt. Ja. Aber Zweifel ist das Unnötigste, was wir tun. Es gibt niemals einen Grund zu zweifeln, wenn ich das Prinzip erkenne. Wenn man das Prinzip, ja. Und deswegen bewegen sich auch viele Dinge nicht im Leben, weil ich immer wieder sage, ich will, aber vielleicht klappt es nicht. Ich will das, aber vielleicht klappt es nicht. Und wenn ich mit so einer Attitude durchs Leben gehe, das ist völlig egal. Ich meine, überleg dir, ich will mir einen Kaffee machen, aber vielleicht klappt es nicht. Ich meine, in diesen Situationen verstehe ich, was passiert, wenn ich so denke. Ja. Und beim Kaffee stelle ich mir nicht vor, dass es nicht klappt. Das ist der einzige Unterschied. Ich will eine Million machen in meinem Business. Vielleicht klappt es nicht. Es ist völlig egal. Die Leute, die sagen, ich will eine Million machen in meinem Business, die machen nicht, vielleicht klappt es nicht. Die machen das wie beim Kaffee. Für die ist es genau das Gleiche. Ich mache eine Also ja. Million in meinem Business. Okay, cool, mache ich. Ich mache mir einen Kaffee.
Okay, cool, mache ich. Es ist die gleiche Energy, die dahinter steht. Und ich werde mir nie einen Kaffee machen, solange ich denke, vielleicht klappt's nicht. Oder noch viel schlimmer, vielleicht explodiert die Kaffeemaschine. Wenn ich das denke, werde ich mir niemals einen Kaffee machen. Und das sind so Sachen, das weißt du auch im Coaching, ich relativiere solche Sachen auch immer so gerne, dass einem das so Ja, sonnenklar so eine Gedankengänge kommt man selber gar nicht. Die sind wirklich, wie du sagst, sonnenklar. wird. Die sind sonnenklar und jedes Coaching von mir ist, sage ich mal, direkt eine neue Information. Was jetzt in so vielen Calls mit mir, Ja. Und habe immer ich wieder dir was Neues. ein einziges Mal das Gleiche gesagt? Nein. Nein. Und das ist auch für mich selber nach diesen Jahren eine Sache, wo ich sage, wow, Ich habe das auch mal zu kommt dir aus gesagt. der Unendlichkeit der Informationsquelle. Ja, Weil ich mein habe. Kopf ist limitiert, ja? Wenn ich aus meinem Kopf spreche, wenn ich aus meinem Kopf erkläre, dann werde ich mich irgendwann mal im Kreis drehen und immer wieder das Gleiche sagen. Aber wenn ich weiß, diese Energie, in der alle Informationen drin sind, die weiß jede perfekte Antwort, die mein Kopf nicht weiß. Und wenn Und dann ich ist man, dann, hä? sorry, dann ist man in deinem Raum, wollte ich sagen. Und ich habe, glaube ich, auch mal gesagt, dass in deinem Coaching, du eröffnest halt Räume, die man halt selber vorher nicht gesehen hat. Und das geht so lange, weil es ist nicht mein Raum, ja, sondern es ist der Divine Design Raum. Weil viele sagen immer, ja, komm in meinen Raum. Nee, das ist es nicht, sondern ich bin im Divine Design Raum, da wo wir alle hingehören. Und wenn du mitkommst, dann lernst du dich da zu Hause zu fühlen, aber nicht bei mir zu Hause, sondern bei dir zu Hause. Das ist Genau. ein riesengroßer Unterschied und ich habe das immer früher nie sagen wollen und habe das vermieden. Komm in meinen Raum, komm in meine Räume, ich öffne Räume. Das hat nichts mit mir zu tun Nicht dein Raum, persönlich. nee. Das ist Und ich. der Divine Design Raum, in dem ich Perfektion bin, in dem ich Information für alles habe, mir nie wieder Fragen stellen muss und da kommst du rein und merkst, Scheiße, das ist Home. Das ist mein Zuhause. Aber nicht, weil du bei mir eingezogen bist, sondern weil du bei dir eingezogen bist. Genau. Und das ist so wichtig, das müssen die Leute wissen, weil immer wieder glauben sie, sie sind abhängig vom Coach. Und das ist das Allerblödste, was man vermitteln kann und sagen, komm in meine Energie. Verdammt nochmal, das ist nicht meine Energie. Das ist unsere Energie, das ist unsere Soul Blueprint Energie, das ist die Energie, wo wir alle zu Hause sind. Ja. Das ist das. Und wo ich dann mehr und mehr einziehe, weil ich nämlich aus meiner alten Wohnung, aus meinem alten Raum ausziehe. Ja. Und jeder, der mal umgezogen ist, der weiß, da muss ich ein paar Möbel zurücklassen. Und ich nehme meinen ganzen Kram nicht mit, sondern ich nehme das mit, was ich in die neue Wohnung mitnehmen möchte. Und dann muss ich halt vorher aussortieren. Und dieser Divine Design Raum ist einfach ein Raum, der lässt nicht zu, dass du Bullshit mitbringst. Nee. Der schickt dich gleich wieder zurück und sagt, Kannst du mal lassen. Lass da. lass mal da, das brauchst du nicht. Weil da, wo du hinkommst, hast du schon alles. Da bist du erfüllt, da bist du komplett, brauchst das andere Zeug nicht. Und so kann man es vielleicht verstehen. Und Ja. was jetzt bei dir auch eben passiert ist, du hast jetzt deine eigene Heimat gefunden, du hast deinen eigenen Raum gefunden und jetzt hast du auch nie Content-Probleme, richtig? Nee, gar nicht. Gar nicht, das hat man nicht.
Jetzt ist gerade so viel, eigentlich man hat so viele Ideen. Eigentlich ist es so gerade am Übersprudeln, weil man so viele Ideen hat. Und dadurch jetzt auch so richtig diese also meine Herzensleidenschaft gefunden habe, die hatte ich vorher niemals. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in einem Coaching zu dir gehe, dass ich dann auf YouTube bin und jetzt so was ganz, Und eine jetzt ganz coole. Anfragen kriegst du, hey, machst du Coachings, können wir was bei dir buchen? Habe ich auch schon gesehen unten auf deinen, in den Ja, ich habe Kommentaren. E-Mails schon bekommen und bei Instagram Privatnachrichten. Also Wahnsinn. Niemals hätte ich das gedacht, bevor ich gestartet habe. Bei YouTube Hallo war mich, dass es jetzt so ist, ist es ja auch. Bin ja bei YouTube erstmal gestartet, weil das ist ja so wichtig, das, was man gelernt hat, diese Identität, die neue Identität zu verkörpern. Und das war ja so das Training, erstmal rauszugehen mit seinem Wissen und ja, diese neue Identität zu verkörpern und sich zu zeigen. Das war jetzt auch nochmal, dass man einfach sich so zeigt, wie man ist. Und deswegen konnte ich auch so, oder kann ich auch so mich normal zeigen, wie ich bin. Auch mit Dingen, die mir passiert sind, dass ich auch meine Sachen erzähle. Das hätte ich mich früher nicht getraut, so mein zu zeigen. Ich habe ja früher auch schon, jetzt im Network Marketing, da habe ich auch vorne gestanden und erzählt, das hatten wir auch schon mal gesprochen, aber mit einem Gefühl, die Leute haben gesagt, hast du gut gemacht, das konnten mir noch 1000 Leute sagen. Ich habe mich innerlich immer so schlecht gefühlt, trotzdem nicht gut. Ich habe immer gedacht, das, was ich erzählt habe, war total schlimm. Und dann jetzt rauszugehen auf YouTube, mich zu zeigen, wo ich dann irgendwann kam mir der Gedanke, oh Gott, kann echt jeder sehen, jeder, alle, oh Gott, und dann fielen mir Leute ein, ach, der könnte noch gucken und der, und irgendwann wusste ich, egal, ich kann mich zeigen, wie ich bin. Es passiert gar nichts, weil ja alle nur eine Reflexion von mir sind. Also wenn ich irgendwas sehe, ich glaube, du hast auch mal gesagt, dann habe ich Angst vor meiner eigenen Reflexion. Also, und du hast dann auch mal gesagt, es gibt halt nichts außerhalb von dir. Dass alle ja mich nur spiegeln. Wenn ich noch Angst habe und denke Angst oder Angst habe noch vor anderen Menschen, dass sie mir irgendwas sagen, dann ist es meine eigene Angst, weil das noch in mir wohnt. Und ja, Haben wir irgendwann. da, das ist das größte Problem, diese Ängste erstmal zu erkennen. Zu erkennen, ja. Weil ich eben auch ja Angst habe vor der Angst. Ich habe Ja. Angst vor der Angst und möchte die Angst nicht erkennen. Und ich kann aber die Angst nur erkennen, wenn ich weiß, was die Angst ist. Eine Vorstellung, ein Gedanke, eine Annahme, die ich gemacht habe. Also brauche ich keine Angst davor zu haben. Ja. Aber diese Sicherheit muss man halt erst bekommen. Und das ist dieser Weg und Rising Up gibt es ja in der Form jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es Divine Design Soul Blueprint Programm, das auch 3 Monate geht. Wir starten da am 1. Mai. Und da geht es wirklich genau um diesen Prozess, den die Susanne jetzt auch durchgemacht hat, quasi um hinterher rauszukommen und zu sagen, hallo Welt, schön, dass ich da bin. Hallo Welt, schön, dass ich da bin. I love it. Ich liebe mein Leben, ich liebe es hier zu sein, ich liebe mein Leben zu erleben und ich bin so gespannt, was da alles noch kommt. Ja. Ich habe Ja, eine das ist so viel mehr. unglaubliche Vorfreude auf etwas, wo ich nicht weiß, wie es aussieht, aber ich weiß eins, es ist Hammer. Es ist Hammer. Und ganz, ganz ehrlich, jeder hat Downer, jeder hat wieder Ängste, jeder hat wieder Befürchtungen, dass es nicht geht. Jeder glaubt, er ist auf dem falschen Weg, immer mal wieder. Und wenn ich da mir nicht ein Raum, ein Raster, ein Gerüst geschafft habe, wo ich immer wieder zurückkommen kann, wo ich weiß, da gehe ich rein und dann wird alles wieder fein und zwar in allerschnellstem Turbo. Und deswegen bist du ja auch noch bei uns in der Community und alles. Wir sind ja immer Ja. noch, wir sind alle verbunden, die mal diesen Weg gemacht haben. Das ist auch meine großes Anliegen, jetzt wo ich die Divine Design World kreiere, dass dieser Raum so groß wird, dass der größer wird als dieser andere Raum, in den wir reingeboren und reinsozialisiert werden, dass quasi niemand mehr
dort bleiben muss, wenn er nicht möchte, sondern dass so ein riesengroßer Raum ist und dass diese Klarheit und dieses Verständnis von unserem Leben, von uns selber, diese Wahrheit so in die Welt getragen wird, dass sich niemand mehr irgendwie ausgeliefert fühlen muss oder Angst haben muss oder meinen, das Leben ist halt für ihn so ein bisschen beschränkt. Ja, Da genau. sind wir auf so einem krassen Weg und ich bin so glücklich, dass so viele tolle Frauen wie du, Susanne, jetzt diese Vision raustragen und einfach sagen, hey Leute, es Ja, das geht ist anders. eine Befreiung. Es ist eine totale Befreiung. Wenn man das erkennt, dass man die ganze Zeit sich so in so einem sich gar nichts traut zu erlauben, sich gar nicht mal traut, irgendwie auch größer zu denken, sich so Vorstellungen, die man hat, die, da denkt man immer, nee, das ist nicht für mich, aber doch, wenn ich es mir vorstellen kann, das ist alles für mich gedacht. Ich muss es mir nur erlauben, ich darf es mir erlauben. Ich glaube, das war auch so ein großer Punkt für mich. Ich darf es mir erlauben, ich darf die sein. Und man erlaubt sich das gar nicht, weil man sich immer noch so klein, so, wie sagst du mal, so klein sieht. Dabei ist man so groß, man ist alles, man, und das steckt in uns allen. Man hat diese wahre Essenz, die steckt in uns und da ist so viel mehr möglich und wir machen uns immer so klein. Und ich habe auch mal gedacht, eigentlich habe ich gar nicht Angst vor der Angst gehabt, sondern doch mehr Angst vor der Größe. Das Davor habe merkt ich man Angst erst gehabt. später, ja. Das merkt man erst wirklich später, weil bei dir war das auch so, du hast deinen YouTube-Kanal und dein Coaching heißt ja jetzt frei machbar, Ja. ja. Und irgendwann mal bist du damit rausgerückt, dass du eigentlich diese Domain Schon 5, 6 Jahre, glaube ich, hatte 2019, glaube Jahren. ich, die. Und ich wusste immer, da war was, dass ich damit mal was machen möchte. Der Gedanke war schon da, dass wenn ich mich frei mache, wenn ich mich befreie, dann ist alles machbar. Und ich wusste, irgendwann mache ich was draus. Aber das lag brach sozusagen. Es Aber es war lag immer eben das. nicht brach, sondern es Nee, hat auf dich gewartet. es war Es da, es war da. war diese Intuition, die da war. Das war das, dieser Spark, der da mal raus durfte, kurz, wo du eine Handlung dahinter gesetzt hast und gesagt hast, das reserviere ich jetzt. Und dann ging es los. Dann bist du die geworden, die weiß, es ist frei machbar. Ja. Und jetzt ist Und so perfekt. hat jede von euch, jeder von uns, hat so eine Vision. Der hat das drin. Hat das schon mal sich überlegt. Und steckt jetzt in diesem Ding. Wie? Wie? Und als die, die ich bin, wenn ich diese Vision habe, kann ich sie nicht erleben. Ich muss diese Transformation Ja. in mein Divine Soul Blueprint machen und in meine Divine Design Identity. Und Nein. dann bin ich plötzlich da und sehe, das ist ich, das gehört zu mir, da bin ich da. Ja, man Und denkt immer, so eine große Vision ist so weit weg und man denkt, es ist noch ein ewiger Weg. Ich habe das immer gedacht und ich bin da aber nie angekommen, weil es war ja immer da hinten, es war ja immer so weit weg. Aber wenn das ich war ja weiß, nicht für die, die du damals warst. genau. Aber wenn ich weiß, ich bin die Identität, die ich dann jetzt geworden bin in deinem Coaching, da wusste ich dann, ich bin die ja jetzt schon. Und ich darf die jetzt schon erlauben zu leben und zu sein. Ohne das, wie hast du mal gesagt, ohne einen Beweis im Außen zu sehen. Darf die jetzt schon sein. Und das ist natürlich ein Umdenken, ein Umtrainieren, ein, ja, ein neues, einfach ein Umsetzen dann nachher, sich das zu erlauben zu sein. Ja, jetzt kommen wir mal zum Schluss. Ich sage einfach nur, am 1. Mai starten wir mit dem Divine Design Soul Blueprint Master Programm. Wer jetzt sich inspiriert fühlt von dem Weg der Susanne, kann sich bei mir melden oder auch eben auf meiner Homepage sich das mal anschauen, um was es geht. Das ist dein Eintrittsticket in die Divine Design Welt. Und wenn du nicht möchtest, musst du dann auch nie wieder aussteigen, weil das ist so groß, was für dich dann möglich ist. Genauso wie für die Susanne ist es für absolut jeden möglich, der bereit ist, sich selber zu sein.
und der nichts Größeres, nichts mehr möchte, als endlich sich selber zu sein. Weil dann hast du alles. Dann hast du deine Freiheit, dann hast du dein Business, dann hast du deine Beziehungen, dann hast du deine Partnerschaft, dann hast du deine Gesundheit, dann hast du deine Vitalität, dann hast du alles tatsächlich. Und dann kriegst du mehr. Und das Investment, oder man sagt, ich sage immer gerne, wenn ich in irgendwelche, was weiß ich, Anlagen oder was weiß ich nicht was investiere und es wird mehr. Wenn ich in mich anlege und investiere und nicht nur Geld, eben auch Zeit und wirklich dieses Dranbleiben, dieses Umsetzen, dieses Üben, dieses I Trainieren, das ist das Investment. Dann werde ich niemals scheitern. Unmöglich. Also Susanne, sag mal kurz, was man bei dir alles finden kann. Also meine Homepage ist jetzt öffentlich, www.freimachbar.de. Da findet ihr meine Angebote. Und ja, ansonsten gibt es jeden Freitag ein neues Video hier auf YouTube. Und ja, also da werden auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Dinge dazukommen, weil ich so viele Ideen habe. Aber da könnt ihr erst mal schauen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alles. Und ja, diesen Weg jetzt weiterzugehen. Und ich bin dir auch sehr dankbar, Patricia. Ja. Ich bin dir auch sehr dankbar, vor allem für dieses Interview und für diese Inspiration, die Welt jetzt erleben darf. Und ja, wir kommen zum Schluss und verabschieden uns ganz recht herzlich. Es ist frei machbar zu sein, einem Well-Feeling zu kommen. Ja, genau. Aber ich muss es halt frei machen. Ich muss mich erst frei machen und dann Einmachen. alles machbar. Und das ist der Slogan von der Genau, das ist Superdi. mein Slogan, genau. Alles ist schon in dir da und auch für dich machbar.